Du hast vorher äh, schon erwähnt, das Studium ist nachher gekommen. Du hast dich in diesen Bereich, wo wir vorher schon drüber geredet haben, nachher äh, professionalisiert, kann man sagen. Wo bist du geguckt studieren? Was war deine Studienkombination gewesen? Also ich habe 75 Matur gemacht im Herbst und für mich war klar dass ich gehe nach Ich mache weiter. Und was genau war, nicht so klar. Ich habe mich dann für Vileins entschieden. Ich habe mit Germanistik angefangen, habe eigentlich noch eine Philosophie machen. Und dann habe ich aber Philosophie Silo nach einem halben Jahr und Kunstgeschichte gemacht. Dazu in Zür Zürich? ja. Okay. Dann bist du eigentlich zwischen Baden und Zürich ein bisschen oder zwischen der Region, zwischen Mostargau und Zürich? Hat es dort nochmals so eine, wieder einen Horizont erweiterung sagen wir mal so, wo du zu Zürich manchmal auch äh, an verschiedenen Orten an Konzerten bist, in Galerien bist? Ja klar, klar. Also, man ist ins Theater, das bin ich sehr viel und gerne. Und natürlich auch Ausstellungen schauen und dort war ja die Zeit, wo es dann auch langsam mehr Galerien gab. Das hat sie in den 70er Jahren noch sehr wenig Galerien ja, Der Boom ist erst Ende der 70er und vor allem in den 80er Jahren ja, Wie ist das denn nachher ähm, Du hast gesagt, du bist ein freier Journalistin gewesen. Du hast mal in Badener Galerie äh, geführt. Kannst äh, du mir ein einen Überblick geben, wie sich das denn nachher so während des Studium, wie sich da die verschiedenen Tätigkeiten ergänzt haben und nachher wie das so? Das, hintereinander ist. das war ein ganz klarer Ablauf. Während dem Studium habe ich mein Geld verdient als Deutschlehrerin an Bezirksschulen und Kantonsschulen. Und habe nach dem Studium überlegt, was mache ich jetzt? Dann han ich gwüsst ich wollte noch etwas anderes machen als Schule gehen. Und dann habe ich entschieden, ich werde Journalistin. Und habe als freischaffende Journalistin angefangen. Und es hat geklappt für verschiedenste Zeitungen und Radio. Was hast es alles noch für Zeitungen gegeben in dieser Zeit? Das ist jetzt so um 1980, Anfangs 80er-Jahr herum. Für wen hast du alles können in deinem Bereich publizieren? Oder? Es hat sehr viel mehr Zeitungen gegeben, vor allem im Morgen auch noch. Und da hast du einfach immer schauen, du konntest nicht für die direkte Konkurrenz. Können. Also ich habe für das Badener Tagblatt sehr viel gemacht. Das heisst, fürs Aargauer Tagblatt nicht. Aber dafür fürs Zoffiger wieder, oder? Und wenn für fürs Badener Tagblatt geschafft hättest, hättest du nicht fürs AV schaffen. Also, das sind so die Sachen gewesen. Aber es hat ja auch ausserkantonal, äh, von Bern über Luzern und St. Gallen Zeitungen gegeben. Und das hat sich überhaupt nicht gewissen mit dem Radio. Über was hast denn du, ähm, was sind so deine Themen die wo du anbieten? Glaubst? Also am Anfang habe ich sehr viel Regionals gemacht. Ich habe ja vom Handwerk außer dem monatigen Ferienkurs überhaupt keine Erfahrung gehabt. Also habe ich Regionaljournalismus gemacht und habe sehr schnell gesagt: Die Theateraufführung würde mich interessieren, die Ausstellung würde ich gerne darüber schreiben und dann habe ich in der kürzesten Zeit einfach wirklich über Kultur geschrieben und viel auch über Kultur im Argau. Was ist dir so aus der Zeit, wo es wirklich sich das so gefestigt hatte, dass du über Kultur im Argau schreibst? Was sind so die großen Themen damals? Auf was hast du immer wieder geschaut und gesagt, da dazu, da bleibe ich dran, dort mache ich etwas? Also, es ist eigentlich typischer 80er-Jahr-Journalismus. Heute heisst das etwas Abschätzung, Agenda-Journalismus. Da ist ein Vernissage, da ist eine Theateraufführung, ähm, da ist eine Diskussion und man berichtet darüber. So, Recherchen im Voraus, große Themen aufgreifen. das war am Anfang nicht so gefragt. Gewesen. Und kam dann aber immer mehr, gekommen, weil sich eben der Journalismus geändert hat, nicht nur die Kultur. Und das fand ich eben immer interessant, gefunden, mit Leuten zu reden, wirklich auch vielleicht zwei oder drei Ausstellungen zusammennehmen und fragen, was macht das für einen Sinn, die, oder wie geht es dieser Galerie? Denen ist ja dann irgendwann nicht mehr so gut gegangen. Und solche Themen. Was sind waren die grossen Galerien? wo du immer wieder gegangen bist oder was in dem Agenda Journalismus hat man garantiert berücksichtigt da Galerie jetzt wirklich auf den ganz Aargau wieder blickt du in dem Zeitpunkt jetzt so professionell eigentlich angeschaut hast es hat den Kliniken, wo verschwunden sind es hat schon so die gemeins Galerien gegeben, also das Baden eine, das eine und das Hoffige. Und dann, was aber ganz wichtig war, glaube ich, für die Kunst, war die Galerie Elisabeth Staffelbach. Die war zuerst in Lenzburg, im alten Bahnhöfli vor allem, und am Schluss noch in Aarau. Und das war sehr schade, dass die zugegangen ist, 15 Jahre wahrscheinlich auch bereits. Weil sie hat ganz viele Aargauer Künstler wirklich professionell gezeigt und zwischen ihnen auch andere drei genommen und war auch ab und zu dann mit ihnen zu Zürich an der Kunstausstellung und so weiter. Also, das ist eine gute Vermittlung für die Argäuer Künstlerinnen und Künstler. Wer sind so die Künstler, die mit der Galerie Elisabeth Staffelbach wachsen vielleicht auch? Es sind zum Teil die Zieglerlein-Künstler gsi: Christian Rothacher, Max Matter, zu Herzog. Es ist Gillian White gewesen. es ist Christine Knuchel gewesen. es ist Luigi Archetti, zwar kein Argäuer, aber mit dem Stausland. Also es sind wirklich so Namen, die wir heute noch begegnen, wo wir eine gute Basis bekommen haben, eben auch zum gekauft werden, zum davon leben können. Du hast vorhin erwähnt, es hat ganz viele Kleine Und die haben vielleicht also Galerien. Wie haben denn die funktioniert ähm, als Galerie? Noch lokaler. also das Bremgarten hat es einige, wo mir jetzt aber gerade der Name nicht mehr einfällt, im Städtli inne, ja. auch eine so eine Frau, wo das gemacht hat. Und sie hat den lokale gehabt, aber eben auch aus dem ganzen Argau. Und so hat es eben mit wirklich kleinen Ort, Ort, es sehr lockers, nicht es dicht, sehr es lockers Netzwerk geh. Zusammen mit den städtischen Galerien, wo man wirklich sagen kann, hier ist es vermittelt worden. Ein paar Jahre später hat dann die Visarte, äh, ein bisschen, äh, die Lücken probiert zu füllen, mit dem Goldigen Kalbzahnrauch zum Beispiel. Aber es ist jetzt schon marginalisiert auf ein paar wenige. Eben auf das, was städtisch unterstützt oder geführt wird. Du sagst, städtisch im Kanton Aargau, Das sind, so, das sind Galerien oder vielleicht kleinere ähm, Kunsträume, wie auch immer sie denn heißen. Wenn wir wieder mal im Vergleich mit den Städten, wo wir ganz am Anfang des Gesprächs gesagt haben, wo ja eigentlich rund um den Argau sind Basel, Zürich, Bern, vielleicht Luzern, weiß es nicht. Da gibt es ja schon einen Unterschied auch in dem Galeriewesen oder im Kunsthandel im Vergleich zum Beispiel zu Zürich. Ja, es ist genau umgekehrt abgelaufen, oder? Der Sog von Zürich war so groß der von Basel war ein kleiner dass Galerien außerhalb von Zürich fast keine Chance hatten. Das heisst, die Leute aus dem Aargau sind auf Züricher Galerien geglugt, sind auf die Zürich. Galerien Kunst gekauft. Gewisse Aargauer Künstler haben äh, ein Heim in den Zürcher Galerien, aber nicht alle. Und die Anzahl von Galerien jetzt Zürich von einem Dutzend ist auf über 150 gestiegen weniger Jahre, in weniger Jahr in einem Boomjahr oder und Basel ist dort Basel dazu gekommen, wirklich der Welthandel mit der Kunst also das ist etwas gelaufen und im Aargau ist das eher eingeschlafen. Du hast gesagt in den 1970er Jahren hat das erst so angefangen, dann hat es so etwas wie Aufwind genommen. Sagen wir 80er Jahre, wäre Ende 80er vielleicht so etwas wie ein Höhepunkt des Galeriewesens im Kanton Aargau. bevor es dann wieder wirklich quasi der Magnet von den Magnet äh, der beiden Städte, Basel und Zürich vor allem, so die, die, die Möglichkeiten von der Galerie wieder. Ja. Wegnehmen. Ja. Haben das so? ja. Und dann haben eigentlich überlebt, haben nur so ganz kleine Lokale. Ja. 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 Ähm, du kennst viele Künstlerinnen und Künstler auch über die Galerie oder willst du sie schon seit Jahrzehnten kennst oder immer mal wieder gesehen hast? Was sind so wichtige, schaffen so Ort von Künstlerinnen und Künstler, Jetzt wieder wirklich über die ganze Zeit, wo du überblickst, ein bisschen geschaut? Wir haben vorhin gesagt, Wettige in der Spinne, Ziegelrein in Aarau, Das sind so zwei um 1970 um, wichtige Orte, wo auch einiges passiert. Gibt es noch andere Orte, wo wir jetzt vergessen haben? Ja, mit der Zeit ist dann noch Papiermühle, Köttingen dazugekommen, ähm, das Öderlin, areal äh, Aber es gibt nicht so viel, sagen wir jetzt wirklich so grosse Zentren, wo Künstler zusammenarbeiten, wie die Rohfabrik in Zürich oder, oder, so Ort. Es hat eigentlich jeden und jede für sich irgendwo ein Atelier gerichtet und schafft irgendwo und das muss nicht einmal auf Baden oder Arau konzentriert sein, sondern irgendwo im Wienertal, irgendwo im Röstal, was weiß ich. Was heißt das für ein, wenn es denn so etwas überhaupt gäbe, ein Aargauer Kunst oder Aargauer Kunst schaffen? Nein, das gibt es nicht. Es also ist ja jetzt ähm, gerade wieder Jahresausstellung, Kunsthaus, wie jedes Jahr. Und da sieht man, die Mehrheit der Aargauer Künstlerinnen und Künstler die sind ausgewandert. Oder? Also wer nicht da geblieben ist, eben irgendwo im Tal oder im Städtli, der ist nach dem... Ja, die sind weg, die sind in Basel, die sind in Zürich, die sind in Berlin, die sind in New York. Irgendwo auf der Welt. Das sind heute vielfach auch nomadische Menschen. Weil der Argau hat keine wirkliche Kunstschule. Weil er keine Uni hat. Und häufig, wenn die Leute auswärts gehen, studieren gehen können, studieren, dann bleiben sie dort. Und dann kommt eben noch Dazu, dass man natürlich in einem Atelier jetzt Berlin ist oder London war und das einfach so viel spannender findet, als jetzt ähm, Entschuldigung Hoffingen oder auch. Ist das ein Plus oder ein Minus für Beides. das Kunstschaffen in im Kanton? Beides. Es ist schade, dass es nicht mehr Leute gibt, die dann etwas hier vor Ort antreiben können und Auf der anderen Seite funktioniert halt es nicht mehr so kleinteilig, schon gar nicht. Kunst kann nicht einfach nur aus einem Gärtchen heraus entstehen. Das braucht Einflüsse. Und Wenn wir heute Kunst anschauen, gerade die, wie die Jahresausstellung, die als Beispiel, die könntest du irgendwo. Auf dieser Welt aufhängen, aufstellen. Das ist globalisiert. Es gibt nicht mehr die Ahrgäuer Kunst. Das hat es noch gegeben den Landschaftsmalern in den 30er bis 50er Jahren, wo eine Handvoll Maler einfach Jurabilder gemalt hat und das war Also, nein, sie haben schon auch mehr gemalt. Aber das war ein Grundstock für sie. Unvorstellbar heute. Und da hat man eigentlich ja schon in den 1970er Jahren gemerkt, irgendwie es das nicht mehr mit dieser argauer Malerei, wo man also Schulhauskunst und so ähm, zur Verfügung gestellt hat, zum Beispiel von Seiten Ar äh, Pro Argovia, man hat gesagt, ja nein, eigentlich so wie wir das gemacht haben vor 15-20 Jahren, können wir das jetzt nicht mehr machen. Aber seit auch dann gleich in den 1970er oder Anfangs 80er Jahren, es viel weniger mobiles Kunst gegeven wat vecht een beetje am Argau gsi is. Sêgen het zo, es het dort sicher een handvol Leute, die im Argau blieben is, und hier geschaffet het, und dän au zum Teil die kunst am Bau gemacht het, s traditionele schoolwandbeeld. Das ist ganz wichtig für Künstlerinnen und Künstler, Aufträge für öffentliche Bauten, weil das hat Geld hat. Mit der freien Kunst hat man viel weniger können verdienen, aber Aufträge, das hat Geld gegeben. Aber die Wettbewerbe sind auch sehr häufig offen durchgeführt worden. Das heißt, es ist auch Kunstpfusse in Argell gekommen. Es braucht ja immer die Wechselwirkung und dass es jetzt in den 90er-Jahren lebiger gewesen wäre als jetzt, also das könnte ich nicht unterschreiben, nein. Du sagst, es ist wichtig, dass auch immer Kunst von außen kommt. Es braucht Wechselwirkung. Darum geht man auch in Metropolen, wo man das ein bisschen vor Ort spüren kann, dass man sich austauscht. Wer waren so die Leute, die vielleicht gekommen sind und so Wechselwirkung von aussen ermöglicht haben? Das ist in der Kunst anders gelaufen als jetzt zum Beispiel im Theater, wo jemand ja dann länger an einem Ort schafft. Ähm, wenn jemand von außen ist und äh, für eine Kunst am Bauwettbewerb dann ist das eine Arbeit. Und man muss natürlich sehen, in den 80er-Jahren, 90er 90er-Jahren, ist auch die bildende auf den Kopf gestellt worden. Es kam Josef Beuys mit dem erweiterten Kunstbegriff. Wir haben an Dokumente was jetzt läuft, international läuft. Biennale Venedig. Dort können wir schauen, was eben weltweit geht. Auch in der Vor-Internet-Zeitalter. Und heutzutage weisst du ja sowieso, wenn irgendjemand etwas Neues macht, dort kannst du es anschauen, mindestens auf Instagram oder so. Aber Kunst ist dort auf den Kopf gestellt worden. Es hat nicht mehr, nicht mehr das Bild. Ich sag's jetzt despektierlich. Ich habe gern Malerei. Aber es hat nicht nur Malerei gegeben. Es hat nicht nur die klassische Skulptur gegeben. Ähm, der Streit, ob figurativ besser ist oder abstrakt, war gerade so in den Endzügen, weil man gemerkt hat, der Streit bringt eigentlich nichts, sondern es geht darum, wie macht man Kunst, was für eine Haltung hat man, was will man machen. Dann ist das ganze Konzept was ein bisschen schwierig war. Aber jedenfalls, Kunst hat sich enorm verändert. Und im Aargau vielleicht ein bisschen langsamer, aber nur vielleicht. Du hast selber mal eine Galerie geführt, bist verantwortlich für, äh, um zu zeigen, was hier läuft, kannst du erzählen, wo war das? Gewesen, was war das? Gewesen, was war dir ein Anliegen in dieser Tätigkeit? Das war Ende der 90er Jahre. Die Städtische Galerie oben im Amtshaus. Städtische Galerie im Amtshimmel. Die Galerie, ich war dort schon in der Galerienkommission voran. Und dann war Maria Hubertus. Galeristin gestorben. Und dann hat die Stadt überlegt, ja, jetzt machen wir die Galerie für ein Jahr zu und suchen jemanden als Nachfolger. Und das haben wir von der Kommission aus ganz schlecht gefunden. Weil, wenn man etwas zumacht und nach einem Jahr wieder auf, dann braucht es wahnsinnig viel Anschub. Und dann habe ich gesagt, ich mache das interimistisch. Dann habe ich meine erste Ausstellung gemacht und dann habe ich so Spaß übercho dra, dass ich mich beworben habe und die haben mich gewählt und ich habe das fünfeinhalb 5 ,5 Jahr gemacht und habe viele Argauer Künstlerinnen und Künstler gezeigt, einige auch, wo mehr im Argau gewohnt haben und, aber also thematische Ausstellungen vor einem Festival, zum Beispiel Comic und Kunst und solche Themen. Und ich fand das total spannend, gefunden, wie kannst du Kunst präsentieren kannst, dass die Leute Han interessiert. Ich habe auch immer geschaut, was so regional läuft. Ich habe Gruppenausstellung gemacht, wo ich gesagt habe, ich die Hürde, um mitmachen zu können, ist klein. Einmal im Jahr, wie eine Jahresausstellung. Ich habe mit dem Fotograf Werner Nefflen eine Ausstellung gemacht und ein Buch und über Wochen mit ihm sein Archiv durergforschtet. Das sind ganz tolle Erlebnisse gewesen. Was ist für dich vielleicht so das tollste Erlebnis gewesen von all diesen? Du hast die Nefflen-Ausstellung jetzt explizit genannt, Fantasch, die Regionalausstellungen. Mit den Künstlerinnen und Künstlern zusammen Mit denen überlegen, selbstverständlich die neuesten Werke, aber was nehmen wir von Älteren dazu, dass es einsichtig wird fürs Publikum. Ähm, dann das arrangieren, wie stellen wir die Wände, machen wir sogar etwas vor Ort, auf der Wand, Mei Eschbach hat einmal eine Woche lang mit schwarzen Papierrollen einen Durchgang gemacht, bis wir beide von Kopf bis Fuß schwarz waren. Ähm, das sind wirklich so die Überlegungen, wie kann man etwas vermitteln und erklären, durch dass man es richtig hängt und äh, zusammenhängt. Und das ist total gut, um den Blick zu schärfen, um zu überlegen, taugt das Kunstwerk, weil es taugt mehr, «Wie gehen die zusammen?» Und dann zum Vermitteln hat er gehört, dass ich der Schule gesagt habe, ihr könnt vorbeikommen. Das war eher noch Reserviertheit Reserviertheit. Und wo ich gesagt habe, aber ihr könnt auch sagen, wenn ich eine Stunde mache mit den Kindern, dann sind wir gekommen. Und das hat wirklich total schöne Erlebnisse gegeben. Mit Primarschülern, die eine schon bei mir kamen das kann ich dann also auch so. Und dann habe ich gefunden, so, also, dann wir heute dann noch aktiv Malen. Und er hat dann, es ist auch so schwieriger, als ich es gemeint habe. Oder dann hatte ich eine Klasse, Automechaniker-Lehrling und abstrakte Kunst. Das ist also auch noch eine ähm, Challenge, dann, um das zu vermitteln. Du erwähnst einen wichtigen Punkt, die ganze Vermittlungsebene, die in der Kunst und generell in der Kultur ja ein grosses Wort ist: Vermittlung. Es geht immer darum, ähm, werk wo, wo, wo man vielleicht nicht versteht an das Publikum. Wir vermitteln. Das sieht man in allen Häusern in dem Kanton, Jetzt, wenn wir nur wieder auf Kunst einschränken. Was ist für dich vielleicht das Wichtige, wenn man so Vermittlung macht oder wie kann das klingen? Anders gefragt? Indem man die Leute, wo man das vermitteln soll ernst nimmt. Man muss die Kinder ernst nehmen, man muss die Erwachsenen an der Führung ernst nehmen. Die wissen vielleicht nicht alle Details, aber die sehen etwas. Und wenn man sie ernst nimmt und ernsthaft darüber diskutiert, ein bisschen Wissen vermittelt, dann kommt das eigentlich gut. Aber einfach zum Sagen, heute haben wir das in allen Häusern: Kunsthaus, Museum Gau und so weiter. Das ist in den 80 er Jahren in Vermittlungsarbeit hat's gä im Bereich Theater. Also das Theater Spatzung ist war eines der ersten Kind- und Jugendtheater. Professionelles Theater, nur für Kind und Jugendliche. Die haben eine, wirklich eine extreme Pionierrolle gespielt. Du bist also auch als Erwachsene gerne zu denen schauen. Im Kunsthaus hat es Ausführungen für Erwachsene nichts anders gegeben. Einmal im Monat der Führung und dann ist nicht im Aargau so langsam etwas wie Museumspädagogik entstanden. Und dann hat das Argäuer Kuratorium, das hat dort immer so eine Art sich selber einen Joker gegeben, um etwas anzustossen, hat im Kunsthaus ein Jahr, nein zwei Jahre lang Museumspädagogik geschenkt. Dass man können eine Museumspädagogin anstellen konnte. und das hat dann so Erfolg dass der Kanton das dann weiter übernehmen. Musste. Das fand ich sehr gut gefunden, so die, die Guerilla-Aktion eigentlich vom Kuratorium. Jetzt braucht das Kuratorium, seit jetzt schenken wir auch zwei Jahre Museumspädagogik? Wie, wie ist das Kuratorium auf die Idee gekommen? Eben, es hat sich jedes Jahr ein Joker gegeben und für das Geld ähm, reserviert. Und dann hat man darüber diskutiert, wo es in dem Kanton Aufholbedarf Wo gibt es ein Projekt, wo spannend ist? Und dann hat man einisch einen Illustrationswettbewerb gemacht, mal einen Grafikwettbewerb, mal junge Modedesignerinnen und Designer zu einem Wettbewerb eingeladen, um die überhaupt sichtbar zu machen. Und dann eben gefunden, im Bereich Kunst gibt zu wenig Vermittlung. Also, hat man mit dem Kunsthaus Ja, das ist aufwendig, das ist teuer. Wir hätten es ja eigentlich schon gern. Dann hat man sagen, also, dann machen wir doch das zusammen. Das Kuratorium gibt Geld und ihr macht die Organisation. Also es war schon irgendwie so ein Befinden von einem Mangel. Ja. Oder vielleicht ein paar Stimmen, die sagen, müssten wir mal etwas machen. Wir haben immer wieder jetzt über das Kunsthaus auch geredet, gilt ja als, oder hat ab und zu der Übernahme als heimliche Nationalgalerie. Du kennst das Kunsthaus schon lange, hast auch beobachtet, wie es sich entwickelt hat. Wie würdest du die Entwicklung beschreiben? Der Zeit entsprechend. Es ist in den frühesten Jahren, wo ich gegangen bin, hat es mehr den Fokus auf die Region. Plus ein Lieblingsgebiet vom damaligen Kurator. Heini Wittmer auf Outsiderkunst. Dann hat er wirklich einiges von diesen Outlaws, von den ähm, die es in der Schweiz gibt, wirklich publik gemacht. Einen Steffen oder eine Emma Koens zum Beispiel. Nachher ist der Beat Wiesmer, der viel mehr einen kunsthistorischen Ansatz hatte, thematische Ausstellungen hatte, so, das Programm auch seiner Zeit entsprechend, mit dem Fokus eben, was sind wichtige Schweizer Positionen, das ist dann unter der Madeleine Schuppli weitergegangen und sie hat eigentlich, wie alle anderen Museen in der Schweiz, vermehrt auch international geschaut. Man kann sagen, das widerspricht dem Auftrag der Nationalgalerie. Das ist Ansichtssache oder nicht. Aber auch immer wieder wichtige Schweizer Künstlerinnen und Künstler einen Überblick oder neu zeigen oder die ganze Jungschiene. Aber das Kunsthaus ist eigentlich immer, ja, sehr in seiner Zeit hat sich entwickelt. Man kann nicht sagen, das ist hinten Ich würde auch nicht sagen, es ist ein Kunsthaus, wo jetzt weit kommt, das wäre ja dann eher eine Kunsthalle, ganz früher eine Kunsthalle Basel gewesen, dann eine Kunsthalle Bern, vielleicht jetzt eher Kunsthalle Zürich, ja, aber ein solides Haus. Und es gibt so eine Entwicklung jetzt über die Zeit, wo du geschildert hast aus den 70er Jahren äh, mit dem Heini Wittmer bis in die Gegenwart, wo wirklich kann man sagen vom Lokale, regionale, über schweizerische bis zum internationalen Blick, so, entsprechender Globalisierung. Ja, wobei eben schon der Heini Wittmer hat natürlich schon den Schweizer, ganz Schweizer Blick gehabt. Er hat keine internationale Kunst gehabt, man Beat auch sehr wenig. Aber Globalisierung, ähm, das gehört, ja, gehört heute zu unserer Welt. Für mich ist manchmal die Frage, wie fest muss das das Argauer Kunsthaus zeigen? Oder könnte ich es nicht manchmal sagen, ähm, ein selbstbewusster, mehr fokussieren auf die Schweiz und ein mehr Argau, aber vor allem auf die Schweiz? Ob das nicht auch gleich viel Ausstrahlung nach außen haben? das ist eine Frage von mir. Ich weiss es nicht. Gibt es da genug zu zeigen, wenn man sagt, ja, die Aargauer Künstlerinnen und Künstler sind sowieso in Berlin und London und New York? Das heißt ja nicht, dass man die nicht zeigen in der Schweiz. Die zeigt man ja auch. Und wenn man jetzt einfach schaut, was für ein Fundus es in der Schweiz gibt, ich meine, es hat noch nie so viele Künstlerinnen und Künstler gegeben, wie jetzt im 21. Jahrhundert. Es ist ja eine unglaubliche Menge und die Frage ist, wer schafft es überhaupt in einer Ausstellung? Das ist die grosse Frage heute. Also, es ist noch viel schwieriger als vor 20 oder vor 50 Jahren sich durchzuschlagen als Künstlerin und Künstler, wenn man jetzt nur von dem müsst schöne können leben, was man macht und was man verdient. Was natürlich gleichzeitig auch enorm zugenommen hat, ist Förderung. Sind die Preise, aber in allen Sparten, also nicht nur in der bildenden Kunst. Du hast ja die Entwicklung auch wirklich mitbeobachtet oder auch mitprägt. Du bist von 1993 bis 2002 bist du Mitglied des Argauer Kuratoriums. In den 90er Jahren, wo sich doch einiges bewegt hat auf dem Weg ins 21. Jahrhundert, was waren das sind also die grossen Themen, die wir verhandelt haben? Das Geld. Es immer zu wenig. Gehabt. Es hat immer zu wenig gehabt, weil wenn man die Situation anschaut, wo das Kuratorium gegründet worden ist und dann Anfang der 70 er jahre da ist wirklich noch relativ wenig gelaufen. Und Kultur hat sich Wunderbar vermehrt. Es hat mehr Institutionen und es hat gleichzeitig auch eine Professionalisierung. Also ein Klack, wo Anfang der 80er Jahre die Administration selbst gemacht hat, Technik mit einem, zwei äh, für Töbung angestellten Menschen, die Schauspieler, die Hungerlöhne hatten, ähm, da hat man irgendwann gemerkt, diese Selbstausbeutung geht ja nicht weiter und das Publikum hat immer höhere Ansprüche, ja da, dass es auch immer mehr reist, mehr Fernsehen schaut und das heißt, der ganze Kulturbetrieb ist gewachsen, quantitativ ist qualitativ gewachsen, das kostet. Und die, das große Problem war, wie kommen die Institutionen zu Betriebsgeldern? Ähm, am, in der Zeit hat das Kuratorium so eine Haltung, gehabt, dass eigentlich primär einzelne Produktionen zahlt hat, aber nicht an Betrieb. Das ist dann in den 90er Jahren wirklich eingeführt worden, dass man gesagt hat, man macht Verträge, auch über drei Jahre Leistungsvereinbarungen. Ähm, es gibt wirklich Sockelbeiträge. An Betrieb, an die Betriebskosten, an ähm, die Veränderung. Aber das hat dann natürlich recht viel Mittel gebunden. Und dann ist einfach der Spielraum für Neues, für Experiment sehr klein worden. Also, das ist so ein Lavieren zwischen ähm, den Grundsockelbildern für die, die da sind und die gute Arbeit geleistet haben, und gleichzeitig mal etwas Verrücktes mit einem höheren Beitrag ähm, zu fördern oder zu finanzieren und etwas Kleines, Neues, wo dann aber vielleicht eben auch sich verselbstständigt oder verdauerhaftet hat. Das sind die Diskussionen. Und dann auch, Art Musik, welche Art, ähm, Kunst und Film. Und wie kann man überhaupt bei dem teuren Film als Kanton Aargau mit dem Mini-Budget etwas leisten? Weil, ich meine, das Budget für die ganze Aargau-Kultur war kleiner als das vom Schauspielhaus Zürich. Das sind die Relationen, oder? Und es ist dann schon gestiegen. aber im Alten Kulturgesetz von 69, von 68, ist ja dass die Ausgaben für das Kuratorium maximal 1 Prozent vom Bruttosteuerertrag nicht dürfen Es hat es auch nie übersteigen. Es hat es aber auch nie erreicht. Trotzdem hat man vom Kulturprozent geredet. das heißt, Politiker haben Kulturförderung dort schon gern ein bisschen schön greden, oder? Das Kulturgesetz ist ja dann revidiert worden. Hat man schon. Ähm, du hast so die 90er Jahre geschildert, wo du angefangen hast, wo das schon mal 20 Jahre so richtig gelaufen ist, wo man aber merkt, Professionalisierungsschritte fort bis zu Anfang 00er Jahre, wo man dann merkt, eigentlich müssen wir da grundlegend über Bücher, was ist da geändert worden in dem Kulturgesetz in dem Neuen, das 09 in Kraft treten ist. Also das Wichtigste war mal die gsi des Kanton selber, was mit dem Kuratorium ja nichts zu tun hat. Weil im alten Kulturgesetz war genau definiert, welche kulturellen Einrichtungen der Kanton Argau unterhalten. Das waren fünf: ein Kunsthaus, ein historisches Museum, ein archäologisches Museum, eine Bibliothek und ein Staatsarchiv irgendwie so. Und was aber nicht vorgesehen ist, dass es zum Beispiel an ein Argauer Symphonieorchester oder an ein Theater Geld aus einem ordentlichen Budget geben kann Hat mir einfach das hat man nicht dürfen vom Gesetz her, oder? Dann ist man oft es von, vor ausgewichen. Und äh, die Denkmalpflege ist nur aus dem Geld vom Kuratorium bezahlt worden und es hat einfach ziemlich viel ähm, Überarbeitungsbedarf gegeben. Man hat das gemacht, dass die Revision vom Kulturgesetz wurde angenommen 2009, eigentlich erstaunlich. Weil die Zeiten sind schon nicht mehr ganz so kulturfreundlich waren, wie es auch schon gewesen sind, eben in diesen Wachstums- und gesellschaftlichen Aufbruchjahren. Aber es wurde angenommen. Worden. Darum konnte es noch diese Leuchttürme geben, wo leider etwas niedrig gebaut sind vom Kanton. Mir ähm, hat mehr Geld aus dem Swiss herausgefunden hat aber auch jetzt in der Sparwut vom Kanton Kuratoriumsgeld gekürzt und gesagt, wir das aber aus dem Swiss auffüllen, was eigentlich illegal ist. Ähm, das sind nicht unbedingt nur gute Entwicklungen, die gekommen sind. Das neue Kulturgesetz ist sicher offener gewesen, aber zusammen mit der Sparwut vom Großen Rat ist das ein, bisschen ein schwieriger Mix. Wenn wir jetzt auf das, was eigentlich geblieben ist, seit 1968 schauen, auf das Kuratorium, das es ja immer noch gibt, ist das noch gegenwärtig äh, etwas, das so gut ist und kann funktionieren kann? Oder braucht es für eine Gegenwart und eine Kulturfinanzierung äh, vielleicht ein anderes Gremium? ich glaube nicht, dass es ein anderes Gremium braucht. Es braucht vielleicht wie ein, ein bisschen eine andere Haltung, so einen ein, ein Schub an sich selber. Was soll das Gremium und was soll es machen? Also wie aktiv soll das auch mitdenken in der Kulturpolitik? Nicht nur bei den Lightsets, zum Beispiel, sondern eben auch etwas selber machen oder wirklich ermöglichen oder Ideen schneller aufnehmen. Das wäre, glaube ich, wichtig. Und ich glaube, was auch wichtig wäre, dass man mal sagen müsste, so mutig mehr Geld. Der Kanton Argau investiert mehr in der Kultur als auch schon, aber eben ganz viel aus dem Swisslos fahren, ein bisschen etwas aus dem ordentlichen Budget, aber grundsätzlich ist der Kredit vom Aargauer Kuratorium ist aus dem ordentlichen Budget gesunken statt gestiegen. Und das finde ich schade. Und als Player hat das Gremium eben dann neben den anderen auch Gewicht verloren. Weil die Leuchttürme die sind äh, beim Kanton und es eher ein Schwierige oder das Kleinere oder die Förderung von einzelnen Schriftstellerinnen, ähm, das nicht so äh, was im Schaufenster steht, zu das, das macht's das Kuratorium. Das ist noch eine vertragte Situation, oder? Und da müsst man wirklich einmal über die Bücher und sagen, was ist die Aufgabe, wer macht das wie und wie viele Mittel gibt Du bist ja dann nach der Zeit, in der du als Frei geschafft hast und Galerie, bist du irgendwann mal zu der Aargauer Zeitung gekommen? Ich weiß das Jahr nicht genau, wann ist das? Das war anfangs 2003. 2003, ja. Darum habe ich 2002... Sobald ich gewusst habe, dass ich zu der Aargauer Zeitung ging, im Kuratorium gekündigt, will das geht nicht zusammen. Du hast ja, also, du beobachtest als, als, ähm, Kulturjournalistin von dieser Zeitung, die, äh, unterschiedliche Hinweise in dieser Zeit, die du für sie geschafft hast, aber Aargauer Zeitung generell, das Aargauer Kulturschaffen. Wir haben jetzt so ein bisschen über die 70er, 80er, 90er Jahre geredet, verschiedene Phasen auch, die mit deinem Arbeiten äh, oder mit ihnen Arbeit zusammenhängen. Und jetzt so die letzten 10, 15 Jahre, wo stehen, wie hat sich die Aargauer Kulturszene entwickelt? Du hast vorhin gesagt, es waren nicht mehr so kulturfreundliche Zeiten, 09. Man war nicht mehr in dieser Wachstumsäule, so, im Gegenteil dort. Gewesen. Ist das in den letzten zehn Jahren jetzt gelassen? Stabil. Stabil. Was eben nicht so wahnsinnig interessant ist. Nein, es läuft viel, es läuft wirklich interessant. Aber wo passieren eigentlich die Veränderungen? Wenn man so die wichtigeren, nein, die größere Sachen anschaut. Das Kunsthaus? Das läuft stabil. Ähm, theater, das ist ein schwieriger Fall, weil es gibt viel weniger, nicht unbedingt Ort, aber die haben sich gewandelt, weil die theater wie Theater im Kornhaus, Tap. Ähm, Durchlauben, ähm, «Zoffige» und so. Wenn man dort Programm anschaut, dann ist abgesehen von der heute Spoken Word, Slam Poet, Comedy, Singer Songwriter. Vielleicht noch Theater. Das ist das Programm, oder? Schweizweit. Das ist keine Spezialität. Und das, denke ich, ist wirklich schade, weil es braucht wie mehrere Orte, wo können Sachen gespielt werden damit du nicht dauernd musst produzieren musst, produzieren, produzieren, sondern indem du die Produktion eben kannst zeigen, zeigen, zeigen. Das ist in der Kulturförderung ganz schlecht vorgesehen. Und von der freien Theatergruppe gibt es im auch noch eine professionelle, Theater Marie. Die sind zum Glück dran, machen gute Sachen, meistens in der mein manchmal auch zu mit Aufführungen. Und so diese ganze, eben, Sogenannte Kleinkunstbereich, wo ich ein furchtbares Wort finde, aber es besseres weiss, der hat die egal auf welchen Schienen. Das ist sicher eine rechte Veränderung. Denn in der Musik gibt es natürlich Konzert Land auf, Land ab. Open Airs, wobei dort der Boom glaub vorbei ist, wie ganz grosse. Gewisse machen zu, müssen sich verändern. Was ich aber finde, was so bemerkenswert ist, ist, wie sich das Kief und aber das Nordportal Baden können etablieren als wirklich Ort für, ähm, vom Hip Hop bis zum Rock und zu der singer songwriter szene und wie sich parallel auch das Argauer Symphonieorchester hört, Argovia Philharmonik, wie die auch einen Aufwärtstrend geschaffen haben. Die sind nicht enorm präsent, die machen wirklich ähm, bewundernswertes Zeug für das Geld, was sie überhaupt und die Strukturen, was es haben. Und wie das denn mit dem neuen alter Italien Aargau äh, hier in Aarau kommt, wie das mit dem umgebauten, sanierten Kurtheater mal kommt, da bin ich gespannt, ob das allenfalls wieder ein bisschen mehr oder noch mehr Schub kann bringen kann. Aber solche Orte sind eben wichtig, weil Kultur braucht immer Orte